Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir in diesen weihnachtlichen Tagen oder gleich am zweiten Tag das Fest des Erzmärtyrers Stephanus feiern, dann ist es nicht nur der offene Himmel, der als Verbindung zwischen diesen Tagen gilt. Stephanus sieht ja den offenen Himmel während seines Sterbens, während der Steinigung. Und den offenen Himmel feiern wir an Weihnachten, wie sich Gott uns zuwendet. Es ist nicht nur der offene Himmel, es ist auch das Blut, das beides miteinander verbindet. Sodass wir ein bisschen zugespitzt sagen könnten, wer kein Blut sehen kann, sollte nicht Weihnachten feiern. Denn dann landet Weihnachten ohne Blut in jener Kitschecke, in die es nun wahrhaftig nicht gehört. Es ist ein Gedanke des großen Bernhard von Clairvaux, der in einer Predigt zur Namensgebung Jesu diese tiefe Verbindung herstellt, der den Akt, der im Judentum, und Jesus ist ein jüdischer Junge, verbunden ist mit der Namensgebung, nämlich die Beschneidung, in Verbindung bringt mit der Passion Christi, sodass er zu Recht sagt, es ist nicht alles so, das ist ganz am Ende des Lebens Jesu, das irgendwie dann doch schiefgegangen ist. Ach, diese unappetitliche Geschichte mit Golgotha und so, aber dann kommt ja dann Gott sei Dank auch wieder schnell Ostern und wir können das irgendwie vergessen. Nein, dass Gott sich in Christus in diese Welt hineingibt, hat den Sinn, Sie erinnern sich vielleicht, wir haben schon darüber nachgedacht, den Sinn der Heilung. Diese Welt, wir als Menschen in dieser Welt, in einer gefallenen Welt, müssen geheilt werden. Er kommt als Arzt, als, wie wir mit dem alten Begriff sagen, als Heiland. Und der Hebräerbrief ruft uns zu, ohne dass Blut fließt, gibt es keine Versöhnung. Damit wird der ganze Tieropferkult des Alten Testamentes aufgenommen, der natürlich im Neuen Testament keine Rolle mehr spielt, aber die Bedeutung spielt eine Rolle, nicht die Praxis. Aber sehr konkret gibt schon dieses einwöchige Kind einen Tropfen seines Blutes und zeichnet damit den Weg, der vorbestimmt ist. Ein Weg, der bis heute nicht zu Ende ist. Wenn wir heute zugleich mit dem zweiten Weihnachtstag den Weltgebetstag für die verfolgten Christen begehen, dann wird uns das deutlich. Aber es geht nicht nur darum, dass wir einen Tag haben, wo wir der Opfer gedenken, sondern es geht genau darum, was trotz des Blutes der offene Himmel bewirkt, nämlich Versöhnung, Vergebung, Heilung. Eine Heilung, die selbst die Feinde nicht ausnimmt. Das ist das Großartige des offenen Himmels. Gott kommt für alle. So ist Gott. Gottes Handeln ist immer universal. Und wenn es an einem Beispiel wie an Israel geschieht, so hat das Bedeutung für alle. Wenn er an einem einzelnen Menschen besonders handelt und ihn scheinbar bevorzugt, hat es eine Bedeutung für alle. So ist es mit Israel, so ist es mit Jesus, so ist es mit jedem Märtyrer. Es hat eine Bedeutung für alle. Niemand soll ausgeschlossen sein. Jedem wird diese Versöhnung und die Vergebung angeboten. Und wer sie tief in sich hineinnimmt, stirbt dann wie Jesus selber, indem er den Feinden verzeiht. Stirbt mit unter dem offenen Himmel wie Stephanus, der für seine Verfolger und seine Steiniger in den letzten Atemzügen noch beten kann. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der offene Himmel, der auch offen ist über der Blutspur, die sich in der Christentumsgeschichte zieht. Und zwar nicht sind es die gängigen Schlagzeilen, die Sünden der Kirche, die wir schnell bei der Hand haben, sondern dass wir schnell vergessen, dass das Christentum die heute am meisten verfolgte Religion auf dem Erdkreis ist. Wir merken, dass auch bei uns die Luft ein bisschen dünner wird, aber wir sollten nicht von Verfolgung reden, wenn wir manchmal blöd angemacht werden, wenn wir irgendwo auf der Straße sind oder wenn zufällig peinlich genug herauskommt, dass wir etwas mit Kirche zu tun haben. Das ist nicht Verfolgung.
Aber viele Schwestern und Brüder von uns müssen ihre Heimat verlassen. Wir nennen Länder wie Pakistan etwa. Christliches Leben in der Öffentlichkeit nahezu unmöglich. Im Irak bis vor wenigen Wochen waren fast alle Kirchen zerstört. In Ägypten riskieren zu dieser Stunde wieder koptische Christen ihr Leben, wenn sie sich zu den Weihnachtsgottesdiensten versammeln. All das ist Realität, all das aber geschieht unter dem offenen Himmel. Ein offener Himmel über der Blutspur von verfolgten Schwestern und Brüdern, über der Blutspur, die sich von der Geburt Jesu hinzieht bis zu seiner Passion und die wieder im offenen Himmel endet, da Gott die Versöhnung uns und allen gewährt, selbst seinen Feinden.